Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit euch was basteln, eine kleine Aufmerksamkeit oder eine Kleinigkeit, die man irgendwie mit zu einer Einladung nehmen möchte. Oder man möchte seinem Postboten, der einem ja jedes Jahr ganz viele tolle Pakete, Briefe und sonstiges bringt, eine kleine Aufmerksamkeit schenken. Dann ist das hier wirklich eine tolle Möglichkeit. Das kann man natürlich befüllen, wie man so möchte. Ich hatte jetzt mich so ein bisschen an eine kurze Auszeit gehalten. Das war so meine Grundidee. Schokolade, Kerzen und natürlich Streichhölzer, um die Kerzen anzumachen. Also man könnte sich einfach irgendwo mit diesem Ding hinsetzen und einfach mal eine kurze Auszeit nehmen. Wie cool ist das, oder? Ich finde es mega. Das könnte man natürlich auch noch anders befüllen, je nach Anlass oder so. Bei mir war es wirklich so. Wir nehmen uns eine Auszeit und das hier ist eben jetzt Auszeit zur Weihnachtszeit. Finde ich auch wirklich schön. Ich finde das Design auch ganz toll. Ich habe mir das erste Mal, glaube ich, in meinem ganzen Leben diese Tüdeldinger hier gekauft. Finde die mega. Finde ich richtig cool. Die mussten mal sein. Ich habe sie gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas zum Weihnachtsbasteln dieses Jahr gekauft habe. Und diesmal basteln wir mit diesem wunderschönen Block. Ich meine, der ist aus dem letzten Jahr. Den habe ich natürlich gleich in doppelter Ausführung gekauft. Warum auch immer, musste man haben. Bin ganz froh, dass ich jetzt zumindest ein bisschen was davon verbasteln kann. Und super einfach gemacht. Es sind im Endeffekt eigentlich nur drei Teile, die wir basteln. Wir starten mit der Schublade an sich. Und die wird einfach nur einmal komplett von allen Seiten bei 2 cm gefalzt und dann einmal alles nachfalten. Das ist jetzt ja nicht so wahnsinnig viel. Die 4 Falzlinien hier sind schnell gemacht. Und dann nehmen wir uns eine Schere. Wir haben hier ja wieder diese kleinen süßen Vierecke. Das sind unsere Klebevierecke. Ich schneide da einfach rechts an der Falz entlang bis zum Kreuz. Und schräg das einfach nur unten ein Stück ab. So, hat man nämlich die Falz rausgeschnitten und hat somit eine schöne saubere Kante. Und ich schräg das ab, weil manchmal hat man trotz super peniblem Gemesse ist auch ein Wort, das gibt es wahrscheinlich nicht mal, das Problem, dass diese kleinen Pinöpel hier überstehen. Weil sie unten irgendwie gegenschlagen oder so. Und um denen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, schräge ich die immer so ein bisschen an. So, einmal alles nach innen klappen, die kleinen Flügelchen. Und dann kommt hier nur Flüssigkleber einmal drauf. So, ich mache das jetzt einmal auf alle 4 schon mal. Dann kann man das gleich in einem Rutsch zusammenkleben. Und damit ich das Ganze jetzt nicht die ganze Zeit festhalten muss, nehme ich mir jetzt hier mal so Klammern. Ich glaube, eine Schublade haben wir alle schon mal gebastelt, oder? Eine ganz einfache Idee hier, um einer Person eine kleine Freude zu machen. Das machen wir doch alle gerne, oder? Ich bin da voll für. Als nächstes nehmen wir nochmal das Falzbrett und unser nächstes Stück Farbkarton, welches wir jetzt auch wieder nur falzen müssen, also wirklich nur falzen. Das ist nämlich das Innenleben unserer Schublade. Und wir legen an der langen Seite bei 5 cm 7, 9, 13,5, 15,5 und 17,5. Auch hier einmal alles nach. Falten und dann knickt ihr das Ganze jetzt so. Also hier ist Designpapier, guckt mich jetzt an, dass wir Berg und Tal haben. Also die mittlere Falz guckt uns an und die beiden anderen gehen nach hinten, sodass wir eben zwei so eine kleinen Pyramiden jetzt hier haben. Und dann nehmen wir uns direkt den Kleber und geben von der Rückseite aus einfach auf eine der beiden Seiten den Kleber einmal hier und einmal hier und kleben das Ganze eigentlich nur noch zusammen, so dass das Ganze schön zusammengeklebt ist und auch hält.
Und dann nehmen wir uns unsere Schublade, in die wir jetzt einfach unseren Trenner einsetzen können. Fertig. Ist nicht cool? Natürlich nur fast fertig, aber die Schublade an sich ist schon mal fertig. Die können wir nämlich nachher dann schön befüllen. Aber damit es eine Schublade wird, brauchen wir natürlich noch einen Rahmen. Und dann nehmen wir uns wieder ein Stück Farbkarton und legen an der langen Seite an bei 8,6 cm, 10,7, 19,3 und 21,4. Jetzt können wir das Falzbrett auch wegräumen. Wir sind nämlich so gut wie fertig. Auch hier einmal alles nachfalten. So. Ich habe jetzt hier eine relativ kleine Klebelasche genommen, weil das wirklich ausreicht. Man muss da jetzt nicht so eine 4, 5 cm lange Klebelasche haben. Also nicht erschrecken, das ist mit Absicht so. Weil man dann eben auch mal so ein bisschen in seiner Restekiste gucken kann. Deswegen dachte ich mir, minimiere ich das Soll, soweit es geht, falls die Restekisten noch ein bisschen geleert werden müssen. So, jetzt schön zusammenkleben. Der Kleber ist total toll, ne? Aber der klebt ja weiter. Was super ätzend manchmal ist. Also er ist an sich echt cool, weil er so schnell klebt. Aber er klebt eben immer und ständig. Jetzt haben wir schon mal die Außenverpackung. Jetzt unsere Schublade. Und die befüllen wir natürlich. Das sind so ganz einfache Streichholzschachteln. Ich habe jetzt keine super klein genommen oder gedacht, so, oh, nimmst du mal eine Nummer kleiner oder so. Weil man die nicht überall bekommt. Das sind wirklich so 0815 Packungen. Vorne ein bisschen Designpapier drauf. Einen kleinen süßen Sticker und fertig ist die Geschichte. Genauso wie mit den Teelichtern, das sind die ganz normalen, das sind jetzt nicht diese etwas höheren, diese für 8 Stunden Brennzeit, das sind die 4 Stunden. Also wirklich so konfiguriert, so gebastelt, dass es jeder nachbasteln kann, ohne dass er jetzt nochmal irgendwie zig Läden abarbeiten oder absuchen muss. Nein, das sind alles Sachen, die kriegt ihr eigentlich überall. Selbst im Discounter gibt es ja eigentlich heutzutage schon Streichholzschachteln und Teelichter. So, jetzt kommt natürlich noch ein bisschen Deko. Ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Kleber. Ich habe nämlich festgestellt, bei diesen ganzen Stanzteilen und alles, ist das immer super schwierig, manchmal den Kleber da so drauf zu verteilen. Deswegen gebe ich da immer noch was in die Mitte und dann einfach mit dem Pinsel einmal überall. Dann hat man auch nicht das Problem, dass das so extrem rausquillt gleich beim Andrücken. Klar, es kann immer noch was vorbeikommen, aber es ist nicht mehr so viel, als man davor immer hatte. Also ich hatte das ganz oft und es ist immer super ärgerlich. Gerade wenn man so Kleber hat, der dann immer und ständig klebt. Also bei dem hier ist es nicht, aber bei dem anderen, dann ist es immer ein bisschen doof. So, und dann kommt hier dieser wunderschöne Weihnachtsmann drauf. Gegendrücken, Schublade schnell mal raus. Jetzt haben wir schon mal diesen wunderschönen Weihnachtsmann, aber wir brauchen natürlich noch einen Spruch. Und dafür nehme ich jetzt noch mal diese 3D-Stripes. Die sind total cool. Habe ich euch verlinkt. Einfach in der Infobox gucken. Ich habe da jetzt extra so eine Liste gemacht mit so Sachen, die öfter mal gefragt werden. Einfach reingucken. Wenn denn doch was fehlen sollte, dann könnt ihr natürlich trotzdem nochmal fragen, aber so diese Stripes sind da drinnen verlinkt, das weiß ich, weil ich die mega cool finde. Genauso wie mein All-Time Flüssigkleber. So, kommt der da noch drauf und fertig ist die Geschichte und ich finde es so süß. Beide Varianten finde ich mega, gefallen mir wirklich total toll. Und das ist so eine kleine Aufmerksamkeit, die man so schnell mal basteln kann. Man kann das natürlich auch zum Geburtstag, dann passt man eben den Inhalt so ein bisschen an. Aber jetzt, ich dachte mir jetzt so als kleine Auszeit, fand ich das eine ganz süße Idee. Daher eben Schokolade, eine Kerze und was zum Anzünden der Kerzen, finde ich total toll. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Basteln
und freue mich dann schon aufs nächste Video mit euch. Tschüss, ihr Lieben.